Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Adventure Minecraft im Adventure-Craft-Modus. In der letzten Folge haben wir den Boss bezwungen, haben ein wenig gecheatet, aber es musste sein, denn sonst hätten wir das wohl niemals geschafft, auch wenn ich das beim letzten Mal eigentlich ziemlich super geschafft habe. Auf jeden Fall können wir jetzt hier eine Truhe öffnen und bitte lass es die Ocarina sein. Eisrute! Fick dich! Return to play in Hyrule. Okay. Freeze Water. Okay. Ich will aber die Ocarina haben. Egal, wir schaffen es auch so. Wir brauchen nicht unbedingt diese diese Ocarina. Wir schaffen das ohne Ocarina. Wir finden Zelda so. Wir können Zelda so in Ruhe retten. Musik ist auch wieder alles in Ordnung. So. Ich bin sogar ziemlich entschlossen, dass ich nach diesem Spiel direkt Zelda Ocarina of Time dranhängen werde. Denn irgendwie bin ich jetzt in Zelda-Stimmung. Zwischendurch wird Amnesia wieder öfters kommen. Und es folgt morgen noch ein... Einfach ein Infovideo. Das Infovideo wird zwar viel früher als dieses Video hier erscheinen, aber... Ja, egal, wieso sage ich das überhaupt. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall wieder direkt zurück zu Plate Hyrule oder Hyrule Place oder Hyrule Plate, irgendwie sowas. Auf jeden Fall will ich da jetzt erstmal hier was gucken. Da jump ich lieber nicht rein. Da ist auch kein Secret versteckt. Also würde ich eine Map erstellen, würde da schon ein Secret versteckt sein. So, ich habe jetzt auch... Nächste Woche habe ich extrem viel Zeit zum Aufnehmen, da ich nicht mehr viel Schule habe. Vielmehr wir einfach viel frei haben und... Naja, nächste Woche wird dafür nicht neu aufgenommen. Und ich werde einfach nur hochladen, was ich noch habe, denn da sind meine Abschlussprüfungen und... Ich muss noch ein wenig lernen. Also, wundert euch nicht, wenn... Eine Zeit lang nichts kam, weil das Video wird auch wieder etwas später kommen, denn ich habe schon viele Folgen auf Vorrat, aber ich will das Spiel einfach durchschauen. Weil das Spiel einfach so episch ist, ich will es einfach weiterspielen. Darum hat mich das gerade auch schon so geärgert, da es so komische Fehler gehabt, Fehler gab. Aber das kann man alle beheben. Ist ja kein großes Problem. So, Place Hyrule. Hier ist Wasser, das sehe ich. Ah, da hinten geht es weiter. Das sehe ich doch. Da hinten ist ja dieser Übergang. Flumm. Ey, voll die geile Form. So, da vorne müssen wir rüber. Das habe ich letztens schon gesehen. Ist die Musik nicht etwas zu laut? Bitte nicht. Oh, Gott sei Dank. Tap. Und tap. So, jetzt kommen wir hier rüber. Und entdecken wieder etwas Neues. Wir entdecken... Ein Haus. Congratulations. Okay. Ey, habe ich das hier geschafft? Ey, ich dachte, das hier ist voll das epische Ende. Okay. Naja, bis zum nächsten Mal. Euer Daros LP. Naja, was ich jetzt noch dranhängen werde. Vielen Dank an die Map-Ersteller. Gary520, Intel Littlewood. Lou Dolik und Arno00. Der sieht aus wie Ash. Es soll womöglich ein Ash-Skin sein. Hier könnt ihr alle abonnieren. Da sind immer die neuesten Infos zu der Map, denn diese Map ist immer noch im Bau. Das wird alles noch weiter überarbeitet. Es kommen noch 3 Versionen raus. Bis zur endgültigen Version, denke ich mal, da diese Version 0.9.7 ist. Also noch 3 Versionen bis zur vollendeten Version. Dann kann man bestimmt auch gegen Ganondorf kämpfen, Zelda retten und alles Mögliche machen. Und ja... Bis zum nächsten Mal, euer Daros EP.